Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es um eine Alternative zum originalen Aluminium-Seitenständer hier an der Monster S4R gehen. Ja, die Geschichte ist einfach die, ich habe mir Gedanken gemacht, ich hätte ihn eigentlich gerne ein klein bisschen länger, weil das Motorrad sehr stark einsackt, wenn man das auf den Seitenständer abstellen möchte. Und habe mich so ein bisschen, ja, war so ein bisschen am Grübeln. Immer wenn ich am Grübeln bin und bin mir nicht sicher, dann herzlichen Dank und viele Grüße gehen ans Monster Café. Das Forum könnt ihr gucken, www.monstercafé.de. Da habe ich ein Thema aufgemacht mit, wie gehe ich die Geschichte an? Mit der ersten Idee, die ich hatte, das Aluminium einmal durchzuflexen und einmal ein Stück dazwischen schweißen zu lassen. Ja, ich selber kann kein Aluminium schweißen und ich habe gefragt, ob jemand weiß, um was für ein Aluminium es sich hier handelt, weil Aluminium ist nicht Aluminium und ich kann euch gleich noch davon berichten, dass das auch gar nicht so einfach ist. Daraufhin hat sich dann natürlich ein Tweet ergeben, deswegen bin ich auch sehr dankbar an die Jungs und Mädels aus dem Forum. Welche Alternativen habe ich? Und ich habe jetzt hier eine für mich gefunden, kostet 130 Euro und macht genau das, was ich möchte und ist Plug and Play. Ja, meine allererste Idee war gewesen, ich könnte das schweißen. So, da fehlen mir Materialeigenschaften, um da jemanden finden zu können, der mir das schweißt. Das nächste wäre gewesen, da hätte zwei Effekte gehabt, dass ich hier quasi nochmal eine Platte drunter baue, die mir einmal die Standfläche vergrößert und natürlich den Ständer ein klein bisschen verlängert. Ja, meine Idee wäre gewesen, hier jetzt quasi ein Loch reinzubohren, ein Gewinde reinzuschneiden, eine Platte drauf zu machen. Diese bräuchte aber einen Verdrehschutz, das heißt quasi nochmal eine Bohrung mit einem Nocken, dass das alles so sitzt. Und dann wäre das eigentlich eine schöne Geschichte gewesen. Ja? Außer, dass ich natürlich den originalen kaputt mache und dass ich natürlich die Bruchfestigkeit dieses Ständers verändere, worauf ich nicht wirklich große Lust hatte. Ja, ich nehme es ein klein bisschen vorweg. Es hat versucht, jemand den durchzuschneiden, durchzuflexen und schweißen zu lassen. Und das ist wieder gebrochen. Das ist immer so eine gefährliche Geschichte. An der Multistrada 1200S habe ich einen Stahlseitenständer. Den habe ich mir zum Beispiel um 1 cm gekürzt. Das heißt, einmal durchgeflext, dann die Stellen, wo ich geschnitten habe, so ein bisschen ja, kegelförmig angeschliffen und dann schweißnaht richtig dick wieder aufgebaut. Das hält wie Bombe. Die Geschichte ist mir auch verhältnismäßig leicht gefallen, weil der Seitenständer kostet, ich glaube, 19 Euro oder 17 Euro, so irgendwas um den Dreh, verhältnismäßig günstig. Hier so eine Alternative, die wir hier heute einbauen, 130. Ja, ist eine andere Geschichte. Dieser Seitenständer, kurz weitere Varianten. Also erste Variante, den hier kürzen, Alu schweißen oder Standplatte, Löcher bohren. Schwächer machen. Die nächste Variante wäre gewesen, zum Beispiel einen Seitenständer von PSR zu kaufen, diesen Zubehör-Seitenständer, die in der Länge verstellbar sind. Hätte mir jetzt hier verhältnismäßig wenig gebracht, wie ich aus dem Forum weiß, ist die maximale Länge die originale Länge der Bella. Das heißt, ich hätte auch den abschneiden, schweißen und dann benutzen können. Wäre in dem Fall machbar gewesen, weil der aus Stahl ist. Stahl zu schweißen tut sich nun mal viel einfacher gestalten wie Aluminium. Aber aufgrund dessen, dass dann einer den Tipp hatte, dass von der 1100er Evo der Seitenständer in Silber, wie es auch hier original der Fall ist, Plug and Play auf meine Maschine passt und er ist 30 mm länger. Ja, wie geil ist das denn? Die nächste Variante wäre gewesen, genau dasselbe in Schwarz, pulverbeschichtet, denke ich, von der Evo Diesel. Ja, die Teilnummern, die blende ich euch hier unten ein. Wer Lust und Interesse an so einem Ständer hat, ich habe den ganz normal bei Ducati gekauft, ne? Der weiß dann da Bescheid. Falls euch das juckt, ich weiß, das Thema hier da ist schon, ne, die sackt schon ganz schön ein. Und ich kann euch sagen, dass der Standfuß hier unten bei dem neuen ein ganz klein bisschen länger, ganz klein bisschen größer ist. Ist nicht mega, aber ist ein ganz klein bisschen größer. Ne? 55, 61, 05 31 AA ist der silberne und dieselbe Nummer mit dem AB ist der schwarze. Ja, genau. Ihr könnt gucken, Steindinse, egal hier, ne, ist wurscht. Ne? Ich muss gerade überlegen.
Ich hatte Angebote gesehen im Internet, die gingen auf 200 Euro, 190 Euro. Also mit dem Preis hier, guckt euch das an. Die Preise verändern sich sowieso. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob das mit den 130 Euro passt. Kann sein, der ist teurer, Leute. Vertut euch nicht, dass ich mich nicht vertut habe. Ne? Vertan habe. Okay, es soll um den Austausch gehen. Was brauchen wir für den Austausch? Verhältnismäßig einfach. Eigentlich wollte ich kein Video machen, wie baue ich einen Ständer aus und wieder ein. Habe aber das eben schon mal ausprobiert und habe mir gedacht, na, vielleicht ist es doch ein Video wert. Die eine Geschichte ist, wir brauchen an Werkzeug nicht übermäßig viel. Wir brauchen einen 14er Schlüssel oder Ratsche, einen 13er Schlüssel oder Ratsche, am besten Ring und einen 8er. Ja, das wäre es schon gewesen. Wir brauchen ein klein bisschen Fett und etwas zum Saubermachen. Und ich lege jetzt einfach mal los, schalte um hier auf die kleine Kamera, damit ihr seht, was ich mache. Und wir können jetzt hier einfach einmal den Seitenständerschalter abschrauben. Da braucht ihr überhaupt gar keine Angst haben. Einfach Schraube raus. Der ist ja nur dafür da, dass ihr mit eingelegtem Gang keinen Motorstart vornehmen könnt. Und dann kommt hier die 14er. So, die 14er und von hinten ist das Ganze gekontert mit einer 13er. So, jetzt tun wir hier, muss ich einmal die Ratsche umstellen. Na, sie will nicht. Ach Mensch. So. So, dann tun wir hier einmal die Schraube hier lösen. So, zack. Hinten, das ist eine Kontermutter. Wir werden gleich beim Einbau merken, diese Schraube, die jetzt hier drin ist, die wird nicht fest angezogen, weil damit blockieren wir dann den Seitenständer. Das heißt, die eigentliche Einstellung vom Seitenständer passiert mit der Mutter, die wir jetzt quasi von hinten eben gerade abgeschraubt haben. So, hier braucht ihr keine Angst haben. Hier an dem Seitenständer ist eine Feder, ja. Ihr braucht vor dieser Feder überhaupt keine Angst zu haben. Wir werden die heute hier nicht, wer weiß wie, spannen oder irgendwas machen. Das geht eigentlich alles verhältnismäßig einfach. So, die Schraube einmal raus. Das war er gewesen, der Bolzen, den habe ich schon gereinigt, der wird quasi nachher gefettet. So, dann nehme ich das ganze Geraffel runter und jetzt habe ich hier meinen Seitenständer. Hier oben, nur dass es keinem passiert und ihr fragt euch, hier sieht man jetzt die Feder. Die Feder ist in einem Blech eingehängt und wenn man an dem Blech ein bisschen wackelt, dann hat man das in der Hand. Ne? Also nicht, ist nicht schlimm, ne? Kommt so rum, wieder drauf, so rum wäre schlecht, das passt nachher nicht mit der Aussparung von dem Loch. Einmal so. Zack, wieder einhängen und jetzt können wir uns hier angucken, die Unterschiede von den Seitenständern. Hier ist absolut alles identisch, das heißt hier oben die Bohrungen, das ist alles identisch. Die Befestigung für die Federn ist alles identisch und dann haben wir hier die Füße und da können wir sehen, ja, macht der Fokus das mit? Ich weiß es nicht. Die Standfläche ist schon, ich halte es mal hier unten noch in die Kamera, der eine sieht natürlich schon ein bisschen gebeutelt aus, die Standfläche ist natürlich doch um einiges größer. Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern, wie weit der schon abgenutzt ist. Aluminium, der sieht auch schon sehr ja, flach geschliffen aus. Aber hier oben ist einfach alles größer bei dem neuen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der auch im neuen Zustand, dass der alte nicht größer ist, wie der hier auch nicht die Größe hat, sondern halt wirklich ein bisschen kleiner ist. So, ich gehe jetzt hier her und nehme mir ein ganz klein bisschen Fett. Das mache ich mir hier auf die Auflageflächen innerhalb hier von dem Seitenständer, ganz einfache Geschichte. Ne? So, dann mache ich hier, wo der Bolzen nachher sitzt, mache ich ein klein bisschen dran, ich übertreibe es hier jetzt nicht. Dann einfach hier in die Federn wieder einhängen, den neuen. Und dann hier nach hinten in die Position und dann einfach ein klein bisschen wackeln, nach oben drücken. Dann können wir ihn auch schon hier ein bisschen hochhalten, runterdrehen. Wop. So, und dann hat er auch schon seine Position. Den Bolzen gehe ich jetzt her, ganz dünn, ich habe nicht viel auf dem Pinsel, mache ich jetzt nochmal ganz dünn, ein bisschen universal Hochleistungsfett. Ja, mache ich da jetzt drauf, zack. Und jetzt kommt der Bolzen hier rein. Der Bolzen, klein bisschen, erstmal ansetzen. Der Bolzen, der wird nicht mit Gewalt hier reingemacht. Ich mache mal so. Sind wir richtig? Ja, sind wir. So. Wenn man hier reindreht, die Schraube, und ihr merkt irgendwann, die geht richtig schwer. Ich setze mal meinen Schlüssel an, das ist ein bisschen einfacher. Bei mir geht sie jetzt sehr leicht, das heißt, der Bolzen sitzt jetzt schon richtig. Wenn ihr merkt, dass die ein bisschen schwer geht, dann wackelt mal so ein klein bisschen an dem Seitenständer. Dann werdet ihr merken, dann fluppt es auf einmal. So, jetzt kann ich die hier
wieder reindrehen. Und jetzt haben wir quasi den Effekt, diese Schraube darf ich jetzt nicht anziehen. Ich mache das jetzt einfach mal. So, jetzt habe ich die angezogen und hier geht er, das könnt ihr vergessen, ne? Der ist jetzt hier knüppelhart. So, dementsprechend wieder ein bisschen lösen. So, hier geht es jetzt drum. Der soll jetzt so nicht zu viel wackeln. Das heißt, ich ziehe mir die Schraube schon ein bisschen an, dass er dieses Wackeln verliert. Jetzt wackelt er nicht mehr. Und jetzt so, dass wenn ich hier mit dem Fuß, mir ist er zu fest. Ich würde noch ein klein bisschen lockerer machen, dass wenn ich hier mit dem Fuß gegenkomme, dass der auch wirklich nach hinten will. Und jetzt kommt quasi hier von hinten die Mutter. Die hat quasi hier nochmal das ist keine durchgängige Mutter. Die kommt jetzt so rum von hinten drauf. Ne? Ihr seht es, so rum kommt die hinten drauf. Und das ist jetzt quasi die Kontermutter, um die Einstellung zu fixieren. Probiert es euch da ein bisschen aus. So, jetzt habe ich. Ich habe hier verhältnismäßig wenig Spiel. Ein bisschen Spiel ist da. Ne? Und habe jetzt hier wirklich fluffig. So, als nächstes kommt der Kamerad wieder. Da könnt ihr sehen, der hat hier einmal, hier hat er eine Führung für den Bolzen und dann hat er hier einen Pin, der muss in das Loch hier von dem Ständer. Da könnt ihr auch gar nicht viel falsch machen. Ihr setzt den mal hier drauf. Bei mir passt es jetzt nicht. Den kann man mit der Hand, kann man sich den ein bisschen verstellen. So, einmal, dass der hier genau über dem Loch hier mündet. Nicht, also ihr müsst nach diesem Bolzen hier gucken. Weil wenn ihr da die Schraube ansetzt und prügelt das Ding hier mit Gewalt rein, dann macht er was kaputt. So, das war es für mich schon gewesen. Jetzt kommt die Schraube hier noch. Man kann sehen, hier war eine Schraubensicherung drauf. Das werde ich auch wieder tun. Allheilmittel, Loctite 243, einen ganz kleinen Kleckser hier drauf. Ich hoffe, es ist nicht eingetrocknet, aber die... Ah, jetzt habe ich es übertrieben. Na komm, Boden wird nachher eh sauber gemacht. So, da kommt ein bisschen Schraubensicherung drauf, kommt der wieder hier rein und jetzt steht die Bella ein bisschen anders. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist jetzt nicht nur das Abstellen selbst vom Motorrad, sondern sie wird fotogener, ich sag's euch. Weil ein Motorrad, was total auf Halbmast steht, ist halt einfach nicht so schön wie eins, was schön sauber da steht. Ich merke das, ich habe das immer gesehen, wenn ich die Monster 1200 neben der Bella stehen habe, dann sieht die Bella, die ist ja echt schon ein bisschen kleiner und so, und dann steht die noch ein bisschen schräg dazu. Oh Gott, vergessen. So, auch hier. Ich mache das hier, die Schrauben nach Gefühl. Gerade hier bei der hier, das ist eine kleine Schraube. Ich gucke mal, ob ich die Drehmomentangaben von Ducati habe, dann blende ich euch die noch mit hier ins Video. In der Endcard, sagen wir mal kurz vor die Endcard, da setze ich euch nochmal ein Foto von dem Ständer, dann setze ich euch da ein Vergleichsfoto vorher, nachher, wo ich mal versuche, über Photoshop ein bisschen eine Linie zu ziehen. Vielleicht kann ich sogar die Gradzahl mir berechnen, muss ich mal gucken. Und mit Werkzeug, Drehmomente, alles, was ich so an Infos habe, das könnt ihr euch dann am Ende vom Video hier einfach einen Screenshot vom Video machen oder so. Und dann ist das ja gar kein Problem. So, und das war jetzt die Geschichte schon gewesen. Ständer auswechseln, leicht gemacht. Ist auch kein Hexenwerk, kann wirklich jeder. Den werde ich mir jetzt in eine Kiste tun, weil bei mir kommt alles in eine Kiste. Da steht Monster S4R drauf und da kommt immer alles rein. Ja, und wenn ich mal irgendwas ändern will oder zurück will oder irgendwas, whatever, dann kann ich das. Was ich jetzt gleich noch probiere, ich tue die jetzt mal vom Bock runter, das ist, wie komme ich jetzt mit den Füßen an den Ständer, wenn ich auf dem Motorrad sitze, weil das verändert sich natürlich auch. Tendenziell wird es wahrscheinlich eher leichter, weil der länger ist, aber das gucken wir einfach mal. Stören wird er nicht, da habe ich keine Angst bei. Ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr so eine Aktion hier macht, aber vielleicht damit liebäugelt, legt euch einfach mal ein Klötzchen, einfach mal ein Stück Dachlatte oder so unter den Seitenständer, groß genug, dass euch da nichts schief läuft, und probiert es einfach mal aus, ob das mit den 3 cm plus einfach eine Option für euch wäre, falls es euch das wert ist und ja, die Bella euch das wert ist. So will ich das mal sagen. Ja, muss ja nicht. Ne?
Ich denke, es gibt mit Sicherheit ziemlich viele Motorradmodelle, wo der Seitenständer zu lang, zu kurz ist. Die Frage ist immer, die Hersteller ändern ja nicht permanent die Aufnahme von den Seitenständern. Klar werden die, je nach Modell werden die und nach Baujahr werden die mal geändert. Aber das ist halt jetzt hier, ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt von einem anderen Motorradmodell, also einem anderen Ducati-Modell, dann einen alternativen Seitenständer zu kaufen. Weil in den Herstellerunterlagen stehen die Längen nicht drin. Das sind alles so Sachen, die laufen über die Foren, wo mal irgendeiner das ausprobiert hat und sagen kann, hier Leute, das funktioniert, das ist cool. Und das ist natürlich eine richtige originale Plug-and-Play-Lösung. Die gefällt mir natürlich immer besonders gut. Ja. Das mit dem Seitenständer. Jetzt probieren wir noch aus, wie es ist, wenn man drauf sitzt. Ansonsten schnelles Video. Ne? So, wer mag das? Ich mag es nicht so. Das muss man jetzt hier von dem Ständer holen. So, weil ich habe dann doch irgendwie, ne, man steht hier und denkt sich hier, dass da nichts schief geht. Ne? So, theoretisch kann ich die einfach auf den Seitenständer stellen. Boah, wie geil. Ich merke es jetzt schon, Leute. Und es gefällt mir. So, kommst du mal raus. Dankeschön. Leute, ich sehe das sofort. Ist total ganz andere Nummer. Ganz andere Nummer. Also wirklich klasse. Wirklich. Gefällt mir viel besser. Gefällt mir viel besser. Oh, es geht besser. Dadurch, dass ich jetzt hier, dadurch, dass der länger ist, komme ich hinter der Raste besser hin. Ne? Der alte war ja jetzt hier ungefähr. Ja, ungefähr. Ja. Das war bei der Panigale so fies. Ne? So, und zack. Ja, cool. Leute, ja, gefällt mir. Ja, war mal ein Video, nicht für alle, nur für, ne, oder, ne, ihr könnt euch umgucken. Stahlseitenständer, hier ganz ehrlich, da kann man sich das Geld vielleicht sparen und lässt sich das verlängern oder verkürzen, das ist überhaupt gar kein Thema. Auch bei der Multi, man sieht null, dass ich das, ne, naja, schön beigeschliffen, ein bisschen matt-schwarz lackiert, ne? Da ist das total easy. Ansonsten, hier Leute, mehr wollte ich nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs dabei gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Gerne abonnieren, wenn auch nicht geschehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.